Moin. 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 Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Ja. Ja. So, und du? Ist der Kaffee noch heiß? Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Wir müssen es mal aufnehmen per Video. Nein, wenn ihr das jetzt oben seht, auch eine ganz zerstörte, zerknüllte Annika. Ich weiß nicht, ob ich euch alle noch lieb habe. Wieso? Oh, ich bin so müdelein. Du bist müde, ne? Müdelein. Ja. Oh, guck mal hier, Kaffee ist schon da. Das hast du hübsch gemacht. Brioche ist da. Und oh, guck mal. Na, ich habe mir heute Morgen einen Berliner gewünscht. Ja. Ich wünsche mir sonntags immer was Besonderes. Und manchmal ist das ein Rührei oder auch manchmal ein Rollmops, aber heute Morgen. Ein Rollmops? Habe ich dir jemals einen Rollmops? Wieso, du sitzt doch dabei. Au. Und Es ist unglaublich. Die haut da Dinger raus. Die kann auch nicht mal gerade ausgucken. Und ja, jetzt Küsschen, ne? Nix ja, jetzt Küsschen. Und heute Morgen, sei ruhig, wenn Erwachsene sich unterhalten. Und heute Morgen gibt es also einen Berliner. Mit Pflaume. Mit Pflaumenmus, wenn es die gibt. Ja. Oh. Ja, da kriegt man Annika. Das ist schon. Oh. Wir merken, es geht Richtung Weihnachten, Silvester. Ne? Ja, und wenn man hier mal so rumguckt, wenn ich mal die. Oh, ich krieg die auch mit. Oh, das hast du hübsch gemacht. Wir haben schon die erste. Oh, ja. Du kannst das genau. Ich bin auch total müde, aber es liegt an diesen. Wir haben es festgestellt. Mir war das eine Facebook-Freundin, Christiane, wohnt nicht weit weg von hier in Bad Bramstedt. Mhm. Und sie hat, wir haben jetzt verglichen, also bei ihr geht die Sonne wann unter, Christian? Ich glaube 16:05 oder sowas. Und dann habe ich ihr geschrieben, mecker nicht rum, bei uns geht sie 16:04 schon unter. Also eine Minute, wir sitzen im Dunkeln. Jo. Ja, also nun lass mich zu Ende reden. Wir haben nämlich Kerzchen an überall. Mhm. Wir haben eine Schüssel mit Mandarinen, da ist das Grün oben so drin. Ja. Wir haben einen kleinen Christstern hier stehen. Und Äpfel und Mandarinen und so sind auf dem Teller. Und ja, wir haben haufenweise Kerzen an. Haufenweise Kerzen. Das sieht also wirklich schon so ein bisschen, kann man nicht sagen. Ne? So, na, weihnachtlich ist es noch nicht. Also, es sind ja orangefarbene Kerzen, aber es ist irgendwie sehr gemütlich. So, ja, schön. Und weil wir beiden ja nun hier oben im Norden hocken. Mhm. Und vielleicht wissen das einige von euch, so die Dänen, wir sind also an der dänischen Grenze, nicht weit weg. Die Dänen sollen ja eine sehr hohe Lebensqualität haben, ja angeblich auch so das glücklichste Volk Europas sein. Was einige Dänen, die wir kennen, wiederum bestreiten. Also, ich bin nicht glücklich. Aber es gibt ja diesen Begriff, kennen einige vielleicht auch, der wabert so seit einiger Zeit wie die gegen Hügeli. Ja, Hügel. Also H-Y-G-E-L-I-G, ne? Hügel. Ja, genau. G-G. Ja. Der Welt, die Hügeli. Jo. Das ist sehr gemütlich. Das ist so dieses skandinavische. Ihr hört, Annika snackt sogar ein bisschen norwegisch. Ich kann auch so wie ein Zweijähriger vielleicht brabbeln. Ich denn der Dreijährige, jo, jetzt reicht. Der Welt, die Hügeli, das heißt, das ist sehr gemütlich. Das ist sehr kuschelig, sehr cozy. Und das ist ja so ein Schlagwort, das haben wir auch heute Morgen, als wir das hier so gesehen haben und wir unser Hirn, also ich noch gar nicht, aber als wir so die letzten Hirnreste zusammengeklaubt haben und um uns mit der Technik hier zu beschäftigen und den Anknopf zu finden. Ich habe den Anknopf gefunden. Ja, großer Meister. Da haben wir gesagt, Höli, das ist so ein tolles Thema, weil um uns rum quaken alle. Leute, das ist so dunkel und das ist so kalt. Und das regnet, das schneit. Also Regen kommt heute, finde ich, auch doof. Und Sturm und Regen und alles überall. Ja, das finde ich auch bescheuert. Das ist nicht gut. Aber es ist Wetter und es ist diese Jahreszeit. Und ich weiß, ein Bekannter, der mag den November gar nicht und sagt immer, oh, das ist der schlimmste Monat im Jahr. Und ich denke immer, nö,
Nö, eigentlich nö. Das ist so, ich denke mal, das ist so ganz, wie soll ich sagen, es ist ein normaler Monat im Jahresablauf. Das ist einfach die Zeit der Einkehr, das ist die Zeit, in der man langsam zur Ruhe kommt, in der man langsam nach drinnen seine Aktivitäten wirklich verlegt. Mhm. Wir hatten ja nun wirklich einen tollen Herbst, es war lange warm und jetzt ist eben dieser Übergang. Das ist so diese Phase, wo man auch seine Toten betrauert, Volkstrauertag und so weiter, das passt alles. Das mögen viele nicht, wehren sich dagegen, aber man kann es auch zulassen und feststellen, dass es mit zum Jahres- und damit zum Ablauf und damit zum Menschsein dazugehört. Genauso wie wir auch in unserem Leben ja Auf- und Abs und Phasen haben, ist das auch eine Phase. Du kannst doch nicht den ganzen Sommer Halligalli und dann machst du das auch noch im Winter weiter und immer so Hallala. Wir beide haben ja mal eine Runde. Schade, dass sie dich wieder nicht sehen können. Annika redet gerne mit Händen und Füßen. Und das Hallala, das hüpft für sie irgendwie, als wenn du auf dem. Ist gut. Ich esse mal einen Berliner. Wenn du nicht möchtest, dass ich... Ich höre dir gerne zu. Wisst ihr, was ich immer so toll finde? Die ist, war wirklich todmüde. Ne? Augen kaum auf und sowas. Und dann ist das so plötzlich so zack. Ja. Das schafft kein Mercedes. Von 0 auf 100 in wenigen Sekunden. Jo. Ja, Hügeli. Also Hügeli, die Dänen, oder es gibt einen Typen, der heißt... Mike Viking, Wikinger, ne, Viking, wir wohnen ja jetzt hier in der Nähe der Wikinger-Siedlung Heiterhu, also Viking, der sagt, es gibt bestimmte Sachen, die eigentlich zum Hügeli, zum Gemütlichsein dazugehören. Nummer eins ist, und das haben wir schon erfüllt, Annika, Kerzen. Jede Menge Kerzen. Jo. Und die Dänen an sich, wenn ihr mal nach Dänemark fahren solltet, Dänen lieben Kerzen. Du kriegst überall Kerzen, Kerzenmanufakturen. Mhm. Das ist wirklich dieses einmalige Licht, so ein bisschen gelb. Mhm. Natürlich muss man aufpassen. Also wir beiden, ne, wir mögen gerne Teelichter zum Beispiel. Weil das dann ist ja das. Selbst wenn du einpennst, da passiert nichts, ist alles gut. Das ist es ja, diese Windlichtnummer und so. Ja, genau. Und unser Lieblingsausstatter, dieses große schwedische Möbelhaus. Jede Frau kennt es, da muss man hin. Jo. Da fährt man um diese Jahreszeit hin und fährt mit einer Wagenladung Hügeli nach Hause. Mhm. Wir müssen noch rote Kerzen besorgen. Richtig, weil Weihnachten kommt. Jetzt haben wir gelbe, jetzt kommt was rotes. Also der sagt also, das ist Nummer eins, also Kerzen. Das ist überhaupt, ne, die Skandinavier mögen sehr gerne. Die haben ja auch dieses so Schöne, was ich auch liebe, so Kerzen und Lampen im Fenster. Mhm. Das hat ja auch eine alte Tradition. Ne? Wir sind ja nun mal nordisch hier, kommen ja eigentlich auch aus Hamburg. Ganz früher war es immer so, dass wenn der Mann auf See fuhr, die Frau hat immer eine Kerze ins Fenster gestellt und das finde ich so romantisch, damit er wieder nach Hause finden kann. Genau, das mache ich auch. Okay, das ist für dich ein bisschen schwierig. Ich habe lieber ein Navi. Jo. Ja, wie unromantisch. Hm. Du redest hier von Hügeli und dann kommt so ein, ich habe lieber ein Navi. Hm. Mann. Ich kann auch Proll, du. Du kannst auch Proll. Also Nummer eins ist also Kerzen, sagt er, das ist wichtig. Nummer zwei, das fand ich sehr, sehr gut und realistisch. Berliner zum Frühstück. Das hat er nicht gesagt, aber das ist so geil. Leute, wenn man so auch sich durch einen Berliner durchkämpft und man schafft es, bis zur Pflaume zu kommen. Mhm. Oh. Und die schmeckt richtig gut, das ist schon... Das ist der erste Berliner in diesem Jahr. Stimmt überhaupt. Ja. Das muss man auch erklären. Annika ist jetzt im Kampf mit ihrer... Wir haben so große Thermosbecher, damit der Kaffee schön lange warm bleibt. Ja. Und die, ups, habt ihr es gehört? Und die haben so einen Nupsi, den musst du reinstechen, also reindrücken. Nee, das ist und da braucht man männliche Kraft, animalische Kraft des Fingers. So, also, und Nummer zwei ist, dazu sagt er Handy aus. Er sagt also Achtsamkeit. Hat er gesagt, Achtsamkeit, also so hier und jetzt, sich mit Berliner Kerzen, Podcasts und so beschäftigen, aber aus mit dem Handy. Also nicht hier anfangen, da rumzudaddeln oder noch sowas, sondern so ganz entspannt im Hier und Jetzt zu sein. Das fand ich auch gut. Ich finde das auch gemütlich, wenn man sich mal eine Runde irgendwo aufs Sofa verzieht irgendwie und dann mal ein bisschen rumdaddelt. Ja. Also, ja, aber das finde ich auch hügelig. Das finde ich auch hügelig. Und was ich jetzt dazu noch sage, das ging mir gestern so. Ich laufe hier auch bei so einem Wetter, ich bin ja so ein Verrückter. Eigentlich, ich mag das gern. Ich habe meine Thermoklamotten und so und dann geht das los.
Und gestern, du, da habe ich so morgens, ich wollte eigentlich so, es wird ja erst um 8 hell, dann denke ich auch so um 8. Und dann war das so gemütlich im Bett. Dachte, oh, jetzt echt raus, das sind irgendwie so 2 Grad. Fing so ein bisschen an zu schneien, so ganz wenig, so und so. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe mir innerlich die Erlaubnis gegeben, liegen zu bleiben. Also ich wieder bescheuert dann, aber diesen Plan, ja, du wolltest ja nun laufen, habe ich dann gesagt, nee, du hast heute frei. Du hast dir einfach die Erlaubnis gegeben, weiter zu schlafen. Ja. Weißt du, Tilly, das finde ich eine großartige Leistung, aber ich bin viel besser. Na. Das kann ich schon lange. Du brauchst dir keine Erlaubnis. Die Erlaubnis, sag ich. Das kann ich ohne Erlaubnis, du. Das ist toll. Ja. Aber ich fand das auch irgendwie so ein bisschen bescheuert. Nee, komm, du bist auch so eine. Ja. Du brauchst auch die Erlaubnis. Mhm, absolut. So, und jetzt mal. Ja, das war Quatsch. Also ernsthaft ist es, das kennen viele, glaube ich, dass wir so einen Plan haben und wissen, wir müssen noch dies tun, das tun, jenes tun und dann bleiben wir auch irgendwie dabei. Und weil wir mal viele ja so ein bisschen perfektionistisch angehaucht sind oder unseren Tagesplan durcharbeiten wollen, kommt es selten dazu, dass wir sagen so, und jetzt, Leute, jetzt lege ich mich einfach aufs Sofa. Jetzt ist einfach mal. Oder morgens sagen so, einfach eine halbe Stunde länger. Jo. Einfach mal so. Das ist selten, ne? Aber das ist jetzt, finde ich, die Zeit dafür, um das mal zu machen. Und sich solche kleinen Geschichten zu erlauben. Mhm. Das ist wichtig. Das ist wichtig für unsere Psyche. Das brauchen wir einfach mal. Und selbst mal zu erlauben, nicht unter Druck zu sein. Ja. Und diesen Druck so ein bisschen mal wegzunehmen. Ja. Ne? Aber mal so nett zu sich selbst zu sagen. Ne? Heißt nicht dauerhaft voll in der Ecke rumzuhängen. Schade. Aber, nee. Aber so diesen Wechsel mal wieder, was wir oft schon gesagt haben, zwischen Anspannung und Entspannung, der ist wichtig. Und man nicht umsonst so viele Leute wie so ein Hamster rotieren, die durch die Gegend wie ein Hamster im Rad und kommen dann abends nicht mehr zur Ruhe, was wir das letzte Mal so über Schlaf und so auch gesagt haben. Diese ständige innere Unruhe und ich muss ja noch, allein dieses Wort, ich muss, das macht dich irgendwann ganz kirre und dann kannst du auch, da kannst du hügeli sein, ich weiß nicht wie, da passiert gar nichts. Weil du ja schon immer innen drin denkst, du musst doch jetzt aber und du hast doch eigentlich gar nicht die Zeit. Mhm. Nee. Und das ist natürlich den ganzen Plan. Aber weil du eben gesagt hast, Anspannung, Entspannung, das entspricht ja diesem Monat. Das ist ja eigentlich so ein Entspannungsmonat. Zwischen Erntedank und in früherer Zeit so Erntedank und dann der Weihnachtszeit. Und das ist bis heute so geblieben. Es ist ja nur so, dass sich die Zeiten so ein bisschen aufweichen, weil wir im September eigentlich schon die Weihnachtsmänner und Schokos im Laden sehen. Ja, stimmt. Aber normalerweise ist es so, dass wir so den Herbst, da haben wir ordentlich noch was gemacht. Wie dieses Jahr, es war toll. Wir waren noch viel draußen, wir haben noch viel gemacht, weil es einfach so ein tolles Wetter war. So, und jetzt kommt diese Zeit, wo man sich so ein bisschen zurücklehnt und so ein bisschen mal auf halbe Stärke geht, weil dann kommt Weihnachten und dann geht es ja eigentlich auch psychisch wieder ein bisschen rund. Ja. Für die einen, weil dauernd Familie und dies und jenes, für die anderen, weil eben nicht dauernd Familie und sowas. Ich weiß, dass jetzt manche sagen, ja, aber es ist so dunkel und das macht mich so ein bisschen depressiv. Und ja, das kann ich nachvollziehen, aber ich kann auch, also ich persönlich habe das früher auch so ein bisschen so empfunden und habe mir gesagt, es ist doch eigentlich verrückt. Ich wohne hier im Norden, also in Deutschland. Ich wohne ja nicht am Äquator oder irgendwo wesentlich weiter südlich, wo ich eigentlich, wo es lange warm ist. Jetzt bei uns ist Herbst und jetzt ist langsam Winteranfang. Mhm. Das gehört zu unseren Breiten. Nicht dagegen wehren. Also ich bin schon verwundert, wenn Menschen in meiner Umgebung mit blasser Haut und rötlichen Haaren und Sommersprossen und wirklich so ganz blasse Typen dann sagen, also was du, innerlich bin ich eigentlich ein Italiener, eigentlich gehöre ich in die Toskana. Ich fühle mich erst wohl, wenn es 30 Grad sind. Ganz ehrlich, die habe ich auch schon im Sommer keuchen sehen und gesagt, das ist mir zu warm. Und diese 30 Grad kommen wie wir ja gesehen haben in diesem Sommer, als uns die. Es ist so ein Wunschdenken, es ist diese Vorstellung, man wäre freier und man muss sich auch nicht in diese ganzen Plünnen reintüdeln, so noch ein Pullover und dann noch oben drauf. Auf der anderen Seite,
wenn man mal so von draußen reinkommt und es ist so richtig kalt und dann glüht so das Gesicht und man packt sich aus und schmeißt alle Klamotten weg und macht sich irgendwas, irgendein leckeres Heißgetränk, hat ja auch was. Das ist, also wir können ja nicht ganz unsere Wurzeln verleugnen, das meine ich vielleicht damit. Wollen wir nochmal, weil ich weiß, einige, die uns zuhören, die leiden tatsächlich auch unter richtigen Depressionen. Ja, sicher, natürlich. Und da die ist sagen, das auch nicht so scheiße, einfach. Ich rausche jetzt auch nochmal so richtig in ein Tief rein. Ja, das ist doof. Ihr wisst vielleicht, dass auch selbst wenn die Sonne nicht scheint, wenn wir rausgehen und selbst wenn es bewölkt ist, ist die Intensität des Lichtes immer noch so stark, dass du, wenn du rausgehst und spazieren gehst oder vielleicht sogar eine Runde läufst, durchaus auch da deiner Psyche was Gutes tun kannst. Also im Sinne von so ein bisschen antidepressive Substanz im Gehirn ankurbeln. Das heißt also jetzt nicht, wenn du das Gefühl hast, du hängst hier so durch, das mache ich zum Beispiel wirklich gern, dieses Rausgehen, eine Runde laufen und was Annika gesagt hat, durchgefroren und dann sich das gut gehen lassen und dann das wieder gemütlich machen. Ich weiß es aber auch aus meiner dunklen Zeit, dass ich zu der Zeit überhaupt nicht mehr hochgekommen bin, sondern dass ich gedacht habe, boah, das sieht ja furchtbar aus, da grau, weg, Decke über dem Kopf. Und bin ja erst so irgendwann in den Mittagsstunden, so gegen drei, irgendwann aus der Höhle gekrochen. Eigentlich ins Dunkel, wo es wieder dunkel war. Sodass ich irgendwann irgendwie dachte, ich lebe in der Polarnacht. Ja. Hat mich nicht gestört zu der Zeit. Ich weiß aber heute, dass ich ja sehr depressiv war zu der Zeit. Keine gute Idee. Also vorsichtig. Ne? Das ist ein Unterschied. Ja. Da habe ich mich gehen lassen. Ja, das stimmt. Das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich sich Erlaubnis geben und das genießen. Auch. Das meine ich auch. Na, das ist schon ein Unterschied. Aber aber nur damit nicht nachher Leute sagen, hier gut reden. Ne? Wir wissen schon, wovon wir reden. Ja, natürlich, um Gottes Willen. Eine andere Sache, eine Kleinigkeit, was mir bei dir auch bei Annika aufgefallen ist, im Moment, du stehst total auf gemütliche Klamotten, ne? Oh. Also es gab ja Zeiten, wo du dann immer so gestylt und schick und auch ne, im Job Business. Dann immer so und im Business. Und jetzt merke ich, wenn Annika sich was bestellt, das ist als erstes der Wohlfühlfaktor da. Ne? Immer. Das muss weich sein, das muss kuschelig sein, das muss so. Und das gehört auch mit zum Hügeli dazu, sich in bequeme Klamotten zu pflanzen. Und nicht so, wer hat das gesagt? Der blöde Karl Lagerfeld oder Jung? Oder ich weiß, irgendeiner von den Jungs. Ja, ne, Karl ist auch 85 jetzt mittlerweile, ist auch schon ein bisschen. Also Karl hat, glaube ich, gesagt, wer in Jogginghosen rumläuft, hat sich so aufgegeben, sinngemäß. Es gibt so ein Zitat. Das stimmt bei mir überhaupt nicht. Nee, ne? Ja, also hier, na klar, zu Hause, so Homeware, das ist doch schön, sowas Kuscheliges. Da habe ich auch eine Jogginghose an, na klar. Aber weißt du, meine Mandarine mit dem Blättchen? Ich bin meine Mandarine mit dem Blättchen. Hier sind ja. Lala. Ich bin die Mandarine mit dem Blättchen. Da, 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 da. Good morning, good morning. Da, 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 da. Scheiße. ein ganz normales Frühstück bei Psychologen, ne? Ja. Hier spricht ja irgendwie alles, ne? Auch die Mandarine. Ne? Auch die Mandarine. Fass mich nicht an, pull mich, spieß mich nicht auf. Wow. Also das ist richtig so eine richtig große, die riecht sogar richtig eine Mandarine, wo man sieht, die ist vom Mandarinenbäumchen. Mm. Da haben sie extra Blätter dran geklebt. Oh, riech mal, Annika, riech mal wie das. Oh. Ist das geil? Boah, klasse. Da kannst du aber die ollen Billigmandarinen dagegen vergessen, ne? Weiß ich nicht. Oh. Auch wenn man genug davon isst. So, also gemütliche Klamotten. So, was gibt es denn noch dazu? Also gemütliche Klamotten. So, das hat aber auch damit zu tun, dass wir eben hier viel unterwegs sind. Und wenn wir in Hamburg sind, dann habe ich ganz andere Termine und mache ganz andere Sachen. Und also da muss ich schon wieder irgendwie das Business-Teilchen rausholen. Aber bitteschön, wenn ich hier irgendwie über den Acker trabe, dann... Oh Leute, ich beiße in diese Mandarine rein. Die ist so saftig. Sehr gut. Ich mal ein Stückchen probieren. Nein, ich esse ja jetzt. Ich esse mich weiter durch. Ja, ganz vitaminreich. Wir haben heute eine ausgewogene, vitaminreiche Frühstücksgeschichte. Aber was haben wir uns dabei gedacht? Weiß ich auch nicht, weiß es auch nicht. Es war sich nämlich Annika erstmal einen Zimtstern rein. Ich hau mir jetzt einen Zimtstern rein. Das ist einfach. Jetzt kaspern wir den Leuten da draußen was vor. Aber die haben bestimmt alle ganz andere Vorlieben. Und das finde ich spannend.
Ne? Das ist das toll. Das könnt ihr uns auch mal schreiben. Mensch, ihr könnt mehr schreiben. Wir freuen uns über jeden, der uns schreibt, also eure Meinung zu diesem Thema. Einfach je nachdem, wo ihr das Zeugs hier hört, vielleicht auch Instagram. Wir wollen jetzt mehr auf Instagram, glaube ich, machen. Ne? Instagram, Facebook, also egal. Ja, ich finde das so toll. So ganz, ich bin ja überhaupt nicht bei nix da. Und irgendwie habe ich jetzt gemerkt bei den ganzen Reaktionen, das ist so schön, das zu lesen. Ja. Das macht Spaß. Ja. Also schreibt uns gerne. Und da habe ich gedacht, ich gucke vielleicht mal mehr auf Instagram. Mhm. Also die vollkommene Niete nimmt das mal in die Hände. Oha. Der Dinosaurier. Echt. Bestimmt. Der eigentlich noch trommelt. Ja, ich trommel. Ich schreibe meine Nachrichten noch per Hand, Leute. Also, ihr Süßen, macht mal. Schreibt mal auf Instagram, wie ihr das so empfindet hier mit der Jahreszeit, mit diesem Hügeli, was wir hier gehabt haben. Ja, und ob ihr euch anfreunden könnt mit dieser Idee zu sagen, wir kommen eigentlich aus diesen Breiten, ich kann mich die ganze Zeit dagegen wehren und sagen, oh, ich gehöre eigentlich in die Wärme. Oder ich sag mir, ne, gehört wohl zu meinem normalen Rhythmus. Ich stelle mich mal drauf ein, wie ihr diesen Gedanken findet. Oder ob ihr sagt, die Alte, ich bin jetzt total. Zum gemütlich. Hügeli gehört natürlich auch Essen. Und der Däne an sich, sagt dieser Däne jedenfalls, der sagt, jo, wir lieben das. Ja, ne? Wir lieben auch Süßigkeiten, Lakritzen, dänische Lakritz. Die sind auch nicht schlecht. Das ist ein Hammer. Das kalorientechnisch, zuckertechnisch eine Sünde. Vollkommen. Aber dann sagt er auch, nö, wir lieben dazu sündigen. Und am besten ist es gemeinsam sündigen. Dann macht es so richtig Spaß. Wenn du alleine davor. Also ja, das stimmt auch. Das ist richtig. Also, das stimmt. Ja, also wenn wir beide hier so uns gemeinsam durch so morgens so eine kleine, kleines Häuflein. Obwohl, Tilly, mal ganz ehrlich. Ja. Als ich in Amerika gearbeitet habe, gab es morgens immer diese riesen Tafel mit Donuts. In allen Farben. Hast du nie angefasst, ne? Nicht wirklich. Nee, das konnte ich irgendwie nicht. Also heute, weil wir uns drauf gefreut haben und so, das ist was anderes. Aber nee. Da bin ich, das ist einfach viel zu süß und viel zu viel. Ne? Oh, ich kann schon mit du kannst das zustimmen. Ja. Das ist nicht so meins. Jetzt schneidet Annika den Alibi-Apfel auf. Was? Alibi-Apfel? Ich liebe Äpfel, das weißt du. Also gemütlich essen, da denkt dran, also auf warme Getränke gern genommen, ob mit oder ohne Alkohol. Aber hier unser Käffchen oder Tee, Schokolade. Und dann, wenn's dann gemütlich wird und ihr mögt das, so ein Glöck. Aber für den Dänen gehört auch ein Glöck dazu. Ja, die Skandinavier an sich, die Alkohol ist klasse, ne? Ja. Das ist ja so teuer da. Was ich aber viel wichtiger oder witziger oder interessanter finde, warum ist das eigentlich jetzt im Moment so ein Stichwort? Ich glaube, dass fast das so eine Gegenbewegung gegen doch eine recht technisierte, kalte Zeit ist, wo doch viele Leute auch alleine sind und eben nicht so wie wir beide so gemütlich so am Frühstückstisch sitzen können. Ich glaube, das ist so ein... Es ist wie alles, es wird dann hochgekocht. Das war schon, aber es gab schon immer in Skandinavien, gerade auch in Skandinavien, diese Art miteinander umzugehen, das Gemütliche. Aber ich glaube, im Moment ist das so ein Ding, wo man denkt, ja, da fehlt was. Also die Seele hängt hinterher, ne? Also da hilft auch keine Technik und kein, nee, so schön ich Instagram, WhatsApp und Zeugs auch finde, aber das, was wir beide jetzt hier so machen, ist immer, dass Menschen ersetzt es nicht, soll es eigentlich auch nicht ersetzen. Ich finde es ja toll, wenn es nebeneinander wunderbar funktioniert. Ich finde bloß das Gerät in Schieflage, wenn eine Sache dann, oder wie, wenn eben das überwiegt, wenn ich meine menschlichen Kontakte nur noch bei Facebook suche oder wo auch immer. Ja. Und dann merke ich schon, dass mir da was fehlt. Ja. Besser als gar nichts. Und daraus kann sich auch noch wieder was entwickeln. Also denken wir doch mal, hier Jens, ne? Jens hört bestimmt auch zu, ne? Jens und ich hören uns über morgen, Jens. Auch schon gelaufen, Mann, Jens. Na, manchmal, der ist ja auch so ein Verrückter an der Elbe. Jens und ich haben uns auch nur über Facebook erstmal kennengelernt und nachher getroffen. Das holen wir auch nochmal nach, Jens. Und das ist ja auch, das finde ich auch völlig in Ordnung. Das meine ich gar nicht. Und ich, Dinosaurier, will ja auch mehr dazulernen darüber. Aber es ist nicht alles. Nee. Und das Leben kann nicht nur aus Job,
aus Effektivität, aus Technik, aus Kälte bestehen. Mhm. Es braucht diese Momente, ja, in denen es genau das Gegenteil ist. Wärme, Miteinander, ja, Ineffektivität, Loslassen, ja, mal du, was ineffektiv auch so sein. Was ich habe das mitgebracht aus unserer Wohnung in Hamburg. Rainer Maria Rilke, ich hoffe, einigen von euch klingelt da was im Ohr. Ein Dichter, der so wunderschöne Gedichte geschrieben hat. Vielleicht machen wir mal was daraus. Annika mag ja auch so gern Gedichte, ich finde das auch schön. So, und da habe ich auch ein Band über Wintergedichte, die er gemacht hat. Und das ist so schön. Und wenn du dann so abends sitzt, meinetwegen auch noch im Bettchen und noch ein paar Seiten lesen willst, weil bei mir sind es nur ein paar Seiten, weil ich dann immer einpenne, aber mit Rilke sozusagen im Kopf und im Ohr einzuschlafen, ist wunderschön. Seht ihr es, Leute? Der geht mit Rilke ins Bett. Ich gehe mit Rilke ins Bett. So, der sabbelt nicht so viel. Ja, das ist... Nee, das ist auch so. Das ist aber das jetzt sehr, echt altmodisch, ne? Also das ist ja etwas, das ist ja schon geradezu exotisch. Ne? Ja, es tut mir leid, das hat nichts mit irgendwelchen Slam-Poetry, die ich übrigens auch liebe zum Teil, finde ich ganz toll, aber das ist eben eine altmodische Art. Der kann wirklich, das ist fast so Sprachlautmalerei, es ist einfach wunderschön. Der überhaupt, ich persönlich mag ja Lyrik sehr gerne. Ich lese gerne Gedichte. Ich habe von meiner Mutter vor Jahren Der ewige Brunnen bekommen. Das ist so eine Gedichtesammlung. Und ab und zu hocke ich mich dann hin und lese auch. Ich habe immer nebenbei im Bett mehrere Bändchen mit allerlei, auch Sprüchen. Wunderbare Sprüche und sowas zu liegen. Einfach ab und zu zum Ergötzen. Einfach, um mir einen netten Gedanken ins Gehirn zu legen. So. Das ist es vielleicht. Wenn ich dann irgendwann die Tagesschau überstanden habe und den Tag überstanden habe und habe das Gefühl, so, ich komme jetzt so einmal so aus der Kloake, bin schön geduscht und frisch gewickelt und lege mich abends ins Bett, dann habe ich das Gefühl, so, jetzt möchte ich doch noch einen schönen Gedanken mit in Morphos Arme mitnehmen. Jo, so einen netten Gedanken oder morgens. Und das müsst ihr euch vorstellen, also wir haben hier so ein Sessel, wie so eine Art Leseecke, auch gemütlich, mit einer gemütlichen Lampe, so am Fenster, und es ist dunkel, aber da kann man das so richtig schön machen, dann mit dem Buch und dann eine Runde lesen. Und dann hört man so langsam, Opa, Oppi fällt dann so ein bisschen in sich zusammen. Das ist vielleicht doof, du, wenn ich denn dabei einpenne, dann knallt mir das Buch runter und ich erschrecke mich dann. Dann wache ich wieder auf. Das ist doch besser, als wenn ich lese, mir fällt das iPad auf dem Gesicht. Das habe ich ja auch schon gedacht. Also iPad nur, wenn ich... Das ist ein bisschen schwer. Ich lese ja so viel und deshalb lese ich vieles dann auf dem Tablet. Aber ansonsten haptischerweise liebe ich schon das Buch. Das ist so süß. Ja, und dann ist Oppi immer ganz irritiert und hopst der hoch und so, ich bin schon wieder eingeschlafen. Ja, genau. Jupp, und dann gehe ich ein Haus weiter und ab ins Bettchen. Aber ist das denn nicht wichtig, sowas, also jetzt reden wir die ganze Zeit davon, ist das nicht wichtig für die Psychohygiene? Ja. Einfach, also seinen Kopf mit einem anderen Gedanken mal zu belegen. Bitte. Man kann doch selber die Richtung auch wechseln. Das macht man ja, wenn man so die Schnauze voll hat. Also das war jetzt wirklich genug von doof und jetzt pflanze ich mir mal was anderes ein. Dass man sich sein Lieblingsbuch, Lieblingskassette, Lieblings-CD, es gibt da dann eintauchen. Tolle Musik, richtig schöne, seine Lieblingsmusik auflegen und dazu meinetwegen ein bisschen kochen, schnippeln. Oder rumliegen oder das oder zum selbst zum Saubermachen finde ich das ganz toll. Mir meine Lieblingsmuse rein und dann geht's los. Weil bei dir ist so, Annika, und Kochen, wenn du abschmeckst, muss alles ruhig sein. Da darf ich nicht erzählen, da darf keine Musik sein, weil Frau Bocuse fängt dann an, ganz feinsinnig abzuschmecken. Frau Bocuse, Also ihr Süßen, ihr merkt, wie bei uns, ihr kennt uns ja mittlerweile, die meisten jedenfalls, wie bei uns sämtliche geheime so ein Frühstück abläuft von Stückchen auf Hölzchen. Und dann haben wir gedacht, wir machen mal was über Hügeli und wo sind wir? Bei Bocuse gelandet. Ja. Aber so ist das Leben, ne? Ja. Man fängt irgendwo an und... Und lässt sich treiben. Aber das wiederum ist der Sonntag. Ja. Das ist das Typische am Sonntagmorgen, finde ich. Das ist der Moment, wo man genau das machen kann. Weil jetzt nicht gerade leider irgendwo... arbeiten muss oder in der Notaufnahme steht.
Grüße an die Freundin der Notaufnahme. Jo, und an den Pflegedienst und überhaupt an das ist all die fleißigen Menschen. Mhm. Ne? Aber sich einfach mal treiben lassen und nicht zensieren, auch nicht immer sich fragen, ist das jetzt effektiv oder nicht? Macht das jetzt Sinn? Bringt mich das weiter oder nicht weiter? Scheiß der Hund drauf. Wenn dir das Spaß macht, wenn du dich wohlfühlst dabei, wenn du eintauchst in deine Welt von Science Fiction, von Rilke, von Harry Potter, von was auch immer. Vollkommen egal. Ist auch und toll. Das, und das mag ich so, weißt du, dieses Gefühl, ich kann mit meinem Gehirn ja so wunderbare Sachen machen. Kopfkino kostet kein Geld. Kostet und jetzt kannst du als guter Psychologe nochmal den Menschen den Begriff Flow erklären. Oh, immer nochmal, okay. F-L-O-W, fließen. Das heißt, das ist F-L-O-W. Da, da, di, da, di, da, di, da. Nee, das ist YMCA. F-L-O-W. Das habe ich nämlich eben beim Singen auch gemerkt, wie blöd das ist. Ja. Das ist also ein Zustand in unserem Gehirn, der optimal zwischen Anregung und Entspannung ist. Immer dann, wenn du einer Tätigkeit nachgehst, die dich interessiert, die dir Spaß bereitet, die aber auch nicht langweilig ist. Also dir. Na, wo du, wie so ein gutes Buch oder wie ein gutes Puzzle oder wie Annika an der Nähmaschine oder sonst wie was. Das hat man herausgefunden. Da gibt es einen Forscher mit einem unaussprechlichen Namen, Miskalski, Natsky, da irgendwie so, also so. Und er sagt, das ist ein Phänomen, was er Flow nennt. Also der optimale Zustand zwischen Anspannung und Entspannung. Und wenn du den ein paar Mal am Tag erreichen kannst, durch das, was du tust, tust du deiner Psyche und auch deinem Körper, deinem Immunsystem das Beste, was du überhaupt machen kannst. Kann man sich am besten vorstellen, wenn man Kinder beobachtet, wenn die so völlig versunken im Lego-Spiel sind. Zum Beispiel, und Mutti ruft kaum Essen und der Kleine, der hört es tatsächlich nicht, weil er absolut in seinem Turmbau dazugegangen ist. Ist, ne? So. Und dieses Flow-Erlebnis, das kannst du auch haben, eben durch das, was wir eben gesagt haben. Mhm. Und noch ein letztes dazu. Wir haben so Duftkerzen und das riecht alles so schön und mit dem Kaffee und mit dem so diese Düfte, die dann auch durch die Nase in unser Gefühlszentrum, in unser limbisches System aufsteigen, die alleine schon bewirken so ein wohliges, hügeliges Gefühl. Mhm. Also achtet darauf, dass es bei euch auch angenehm und wohlig duftet. Mhm. Dann gehen wir auch duschen. Ich schneide das raus. Das geht ja mit dir, mach ich nichts mehr. So, sorry, Hase. Also, der musste rein, das war so eine schöne Vorlage. Ja, hau rein. Ne? Was sagen Freunde von uns? Ne? Geht hier noch Gerd? Lieber einen Freund verlieren, als einen Witz auslassen. Ja, hast du gemacht. So, gibt es noch irgendwas Wichtiges, was du der Welt mitteilen musst? Nö. Nee, der Appel ist der leer. Der Appel ist weg. Berliner ist leer. Mhm. Ich trinke jetzt noch mein Käffchen. Genau. Und dann geht's zur nächsten Runde. So, zu welcher Runde? Noch eine Runde Matratzen räuchern. Es ist Sonntag. Ja. Okay. Ihr Lieben, also, schreibt uns schön. Seid aktiv. Wir sind es auch irgendwann. Doch. Schön. Sind wir. Und genießt dieses Gefühl. Mhm. Vielleicht kriegt ihr das hin und sagt nicht nur, oh, das ist dunkel und doof, sondern... Och ja, gibt ganz schöne Minuten, ja. Also, ihr Lieben, das kriegt ihr hin. Natürlich kriegt ihr das hin. Das kriegt ihr hin. Und wenn nicht, dann... Ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, wenn nicht. Also, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.